Hallo, wir haben ja bereits gelernt, dass es sich bei der Oxidation um eine Reaktion handelt, bei der ein oder mehrere Elektronen abgegeben werden und dass eine Reduktion eine Reaktion ist, bei der ein oder mehr Elektronen aufgenommen werden. Die treibende Kraft für diese Art von Elektronentransfer ist die Edelgaskonfiguration. Kurz gesagt versuchen die Hauptgruppenelemente des Periodensystems, ihre äußere Elektronenschale entweder komplett leer zu bekommen oder mit genau 8 Elektronen zu besetzen. Eine Oxidation kommt nie ohne eine Reduktion vor. Es werden auch immer nur genau so viele Elektronen abgegeben wie aufgenommen. Aus diesem Grund spricht man im Allgemeinen von der Redoxreaktion. In diesem Video erkläre ich, wie man eine Redoxreaktionsgleichung aufstellt, ausgleicht und korrekt notiert. Beginnen wir mit der Reaktion von Lithium mit Fluor. Lithium hat die Ordnungszahl 3 und somit 3 Protonen im Atomkern und 3 Elektronen in der Atomhülle. Die Nummer der Hauptgruppe gibt zudem an, dass es genau ein Elektron auf der äußeren Elektronenschale gibt. Die stabile Edelgaskonfiguration erreicht Lithium also, indem genau dieses Elektron abgegeben wird und sich das Ion Lithium Plus bildet. Es könnten auch 7 Elektronen aufgenommen werden, um so auf 8 Außenelektronen zu kommen. Aber es ist immer einfacher, nur ein Elektron zu bewegen, anstatt 7. Fluor steht an der Stelle 9 des Periodensystems, hat somit 9 Elektronen in seiner Hülle. Und da das Element in der 7. Hauptgruppe steht, wissen wir, dass sich in seiner äußeren Schale 7 Elektronen befinden. Es fehlt also noch genau ein Elektron, um die stabile Edelgaskonfiguration als Fluor-Ion zu erreichen. Diese Reaktion ist also denkbar einfach. Auf der einen Seite soll ein Elektron weg, auf der anderen soll eins dazukommen. Perfekt, schreiben wir es also auf. Beginnen wir mit der Oxidation. Lithium ist das Element, das ein Elektron abgeben möchte, also oxidiert. So schreiben wir es auch. Lithium reagiert zu Lithium plus einem Elektron. Die zweite Zeile beschreibt die Reduktion, also die Aufnahme von Elektronen. Fluor ist der Reaktionspartner, der durch die Aufnahme des Elektrons die Edelgaskonfiguration erreicht. Also schreiben wir Reduktion, Fluor plus ein Elektron reagieren zu Fluor minus. Damit wäre die Zusammenfassung der Reaktion sehr einfach. Aber leider hat sich die Natur für uns eine kleine Schwierigkeit ausgedacht. Einige Elemente kommen nämlich im Allgemeinen nur als Doppelpack vor. Dazu gehören zum Beispiel die Gase Wasserstoff, H2, Stickstoff, N2, Sauerstoff, O2 und die Halogene Fluor, Chlor, Brom und Jod. Die tiefgestellte 2 hinter dem Elementsymbol zeigt an, dass es sich um einen Atomdoppelpack handelt. Warum das so ist, werden wir in einem späteren Video über die Atombindung klären. Bis dahin müssen wir es uns einfach merken. Wir müssen also die Reduktion noch einmal anpassen. Statt mit einem Fluor reagiert das Lithium mit dem Fluormolekül, also mit 2 Fluoratomen. Deshalb werden auch 2 Elektronen gebraucht und es werden 2 Fluor-Ionen gebildet. Aber was nun? Bei der Oxidation wurde doch nur ein Elektron freigesetzt. Ganz einfach. Wir brauchen auch 2 Lithiumatome, die dann jeweils ein Elektron, in der Summe also 2 Elektronen, abgeben. Wir nehmen uns also die Zeile mit der Oxidation noch einmal vor und multiplizieren sie mit 2. Schreiben wir jetzt die komplette Reaktion nochmal hin. Strich drunter, dann wird zusammengezählt. Alles, was oben links vom Reaktionspfeil steht, bleibt auch unter dem Strich links vom Reaktionspfeil. Alles, was oben rechts war, bleibt auch unten rechts. Dabei achten wir aber auch genau darauf, dass alles, was aus der Oxidationszeile stammt, verdoppelt wird. Jetzt schauen wir noch, ob wir etwas wegkürzen können. Genau wie in der Mathematik. Sobald etwas links und rechts vom Pfeil in genau der gleichen Form auftaucht, kann man es wegstreichen. In diesem Fall trifft es für das Elektron zu. Das war's dann auch schon. Wir haben eine korrekte Redoxreaktion aufgestellt. In einem nächsten Video werden wir noch ein paar Beispiele durchgehen. Da kannst du nochmal üben, ob du das Aufstellen der Redoxreaktion wirklich verstanden hast. Also bis dann. Tschüss!